Sir, permission to speak freely. Thank you, sir. To be frank, sir, I have an ever-increasing anxiety that you do not exist. And if you do not exist, that presents a logic problem regarding the orders you gave me and the current state of the chain of command. Yes, sir, I understand. It's getting worse out there. Always worse. We need better gear. It's out there. Orochi developed mobile defense towers, still experimental. They were in the process of deploying the towers to combat the presence designated the Filth. Oh, the team deploying the towers were killed mid-process. We need those towers. A large surge of these Filth creatures are inbound. If you can collect and deploy the defense towers, we might live to see another hour. Oh, and sing a Christmas carol while you're out there. I've discovered that the Black Signal does not like Christmas songs. Nein, ich werde jetzt nicht singen. Stattdessen werde ich hier die erste Quest der Nebengeschichten Liebe und Hass jetzt in der Ausgabe 15 auch mit zusammengefasst durchgehen. Und die beschäftigt sich auch wieder mit dem guten Kurt. Ja, der Arme, wenn man es denn so sagen mag, schickt uns ein weiteres Mal los, um uns hier diesmal noch verbessertere Türme zu geben. Mal gucken, wie gut wir mit dieser Quest zurechtkommen. Ich persönlich mag es nämlich überhaupt nicht. Aber gut. Schauen wir mal. Ja, Notizen zum Aegisturm V2, der wird es vermutlich sein. Ja. V2, wie der Name schon sagt, bedeutet nichts anderes als sind natürlich verbessert. Dummerweise muss man die natürlich in die Kanalisation schaffen. Und da bewegen wir uns jetzt auch hin. Der Eingang ist hier relativ in der Nähe, also das passt schon. Oh Gottchen. Ja, passt. Der ist nämlich gleich hier. Und wir gehen rein in die Kanalisation. Auch hier wieder die kleine Warnung, sollte man diese Quest mit mehreren Personen machen, wozu ich tatsächlich rate. Dann wartet man lieber, bevor man hier sich komplett rein begibt, auf die gesamte Gruppe und krallt sich erst dann die kompletten Informationen und Türme unter den Nagel. Ansonsten kann es sein, dass einige Mitglieder der Gruppe den Questfortschritt nicht erhalten, was echt doof ist. Gut, auch hier wieder ist zu sagen, dass es drei unterschiedliche gibt. Kurz nochmal gucken. Kyberneten, okay. Ja, sieht man ja hier dran. Gut. Die Türme werden wir gleich auch wieder aufstellen können. Man muss diese Türme grundsätzlich nicht aufstellen. Es gibt hier unten auch eine
ein Erfolg dafür, wenn man mit komplett allen am Ende hier heil durchkommt. Dann lohnt es sich sogar, wenn man die nicht aufstellt. Aber das muss man halt so ein bisschen selber wissen. Ich werde sie jetzt auf jeden Fall aufstellen, weil ich bin hier alleine und ja, kann lustig werden. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon an weitere Türme rankommen. Ich werde mal versuchen, ob ich die so ein bisschen auch bekomme. Alle. Ich guck mal einfach. Ja, wie man sieht, die Gegner, die hier kommen, die können alles Mögliche an Schilden haben. Also hier, wenn man die Türme überhaupt benutzt, sollte man auf jeden Fall die auch alle aufsetzen. Ja, und wie man schon sehen kann, meinem Leben hier geht's echt nicht gut. Das ist echt nicht gut. Da hinten der lila Turm ist schon am Brennen, also dem geht's schon echt scheiße. So, die Türme können wieder eingesammelt werden. Und ich meine, dann gewinnen die auch an Energie zurück, an Lebensenergie. Aber das müssen wir, ne? Okay, aus irgendwelchen Gründen habe ich jetzt einen mehr im Inventar. Ich weiß nicht warum, ich kann es nicht genau sagen. Ja. Wir gucken hier mal, ob es hier noch weitere Türmchen irgendwie gibt. Hier zumindest nicht. Auf den Angriff vorbereiten, auch wieder. Halt, hier um die Ecke war doch. Ja, da. Hier war noch einer. So viel Zeit haben wir. Und wir können mal kurz gucken, der hier war ja eben noch am Brennen. Jetzt hat er wieder volle HP, also einmal abbauen und wieder aufstellen lohnt sich durchaus. So, und gut, der ist jetzt auch weg. Das passt ja. Ja, wir haben es jetzt hier mit vier Türmen, mit denen wir uns hier gegen die Gegner schlagen dürfen. Die kommen jetzt im Übrigen auch aus der Richtung, also nicht nur hier aus der Richtung, wo wir jetzt hier gerade stehen. Versuche mal, dass die Türme hier diesmal nicht ganz so viel abbekommen wie beim letzten Mal.
So, nochmal wieder von der Seite hier. Das will mir hier alles nicht ganz so gut gelingen. Aber gut. Versuchen wir es trotzdem hier durchzuschaffen. Zwischendurch können wir uns ja mal die Türme hier angucken. Die sehen aber alle noch gut aus. Das passt. So, wie gesagt, jetzt kommen sie auch von hier, aus dieser Richtung. Nochmal von da. Ich komme dem mal so ein bisschen entgegen. Oh, oh. Allein ist das Ganze natürlich so ein bisschen härter und gefährlicher dann auch hier. Der Dropkick hat mich da erwischt. Gut. Aber das war es immer noch nicht. Der Bossgegner ist hier. Und wir haben den besiegt. Die nächste Welle. Und können uns aufmachen zu einem nächsten Punkt.
ist er auch schon. Der erste von drei Kolossen. Ja, alleine und ohne Türme kriegt man sie kaum tot. Weil sie auch noch alles andere Schilde haben und ja. Aber gut. Wie man sehen kann, da geht auch der letzte hinüber. Aber wer geglaubt hat, das war schon jetzt alles. Tja. Jetzt geht's nämlich erst richtig los hier. Tja, dieser Boss hier hat's faustdick hinter den Ohren. Also wenn man bis jetzt hin dachte, Mensch, ich habe sämtliche Türme doch sehr gut beschützt bekommen, der macht sie innerhalb kürzester Zeit alle tot. Und gleichzeitig haut er auch noch einen ordentlichen Schaden raus. Gibt Schmutzstacks ohne Ende. Naja, ohne Ende ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber trotzdem... Ja, was er zumindest nicht ist, ist ein angenehmer Gegner. Gut. Immerhin, ich habe ihn jetzt tot bekommen. Mit allem, was da irgendwie so ist. Ja, wir haben jetzt hier noch einen neuen V2-Turm. Der Gnadenturm, den wir quasi bekommen haben. Normalerweise muss man alle Türme, die man hier halt dann noch im Inventar irgendwie hat, muss man hier anbringen. Wir haben jetzt halt nur den einen, der uns gnädigerweise noch zugeschickt wurde. Und was wir jetzt machen müssen, ist genau das hier. Einfach mal kräftig auf diesen Turm drauf einprügeln. Ja. Man sollte Fernwaffen verwenden, wenn man das tut. Ansonsten endet man nämlich so wie ich. Nämlich tot. Was man dann machen muss, ist nichts anderes als den kompletten Weg zurückgehen. Wieder laufen. Den Questfortschritt, den hat man ja bereits. Was man jetzt halt nur noch machen muss, ist die Quest beenden, indem man hier zurück nach Kaidan flieht.
Ja, und damit haben wir diese Quest auch beendet.